Auf jeden Fall den Abschluss noch kenntlich machen. Und die Videos hier auch. Also, wenn ihr es guckt, dann werdet ihr wahrscheinlich mit Fiebern auf die Suche nach den sammelbaren Gegenständen. Ja, komm, gib mir deine Suppe. Und sag mir, was wir wissen wollen. Jetzt will ich dir ein bisschen was erzählen. Es verbirgt sich ein Geheimnis an genau dem Ort, wo du diese vergessenen Länder betreten hast. Bist du jemals dorthin zurückgekehrt, seit du all diese neuen Fähigkeiten besitzt? Während du dich ein bisschen weiter umschaust, erfahre ich vielleicht noch mehr Neuigkeiten. An dem Land, in dem Ort, wo wir diese Länder betreten haben. Ja, das ist dann der Friedhof anscheinend. Also ich wüsste sonst nicht was. Ich meine, ja, hier haben wir eigentlich die ganzen vergessenen Länder betreten. Aber wo soll hier das Geheimnis sein, wenn ich ehrlich bin? So, wisst ihr, was ich meine? Hier muss ja irgendwo ein Geheimnis dann sein, aber wir können ja hier so nichts machen. Hier können wir auch nichts tun, ne? Ne. Also dahinter könnte vielleicht noch was... Guck mal, da ist übrigens der Donnerhammer abgebildet. Dahinter könnte vielleicht noch was sein. Ah, warte mal, untersuchen jetzt. Ein geplatztes Rohr, bin in 3-4 Jahren zurück. Okay. Stimmt, das dauert noch ein bisschen. Das dauert noch ein bisschen. Aber hier, weiß ich nicht, hier ist nichts mehr, ne? Ein Geheimnis irgendwo. Frage ist halt wo, weil wir sehen ja hier auch alles. So die Wände und Strukturen und sowas. Und, könnte hier noch irgendwas sein? Ne. Aber wir sehen ja hier auch alles, die Wände und Strukturen und alles. Also, wo sollte hier ein Geheimnis sein, ne? Ist halt so die andere Frage. Hier, wie gesagt, hier hinter könnte vielleicht noch ein Geheimnis sein. Aber ist halt auch eher unwahrscheinlich. Ich glaube auch nicht, dass hier unten in dem Raum tatsächlich irgendwas ist. Können wir das hier anzünden? Nee. Das geht nicht. Ja, hier oben waren wir halt, wie gesagt, schon, ne? Hier waren wir schon. Ja, dann wird er wahrscheinlich echt den Friedhof meinen. Weil ich wüsste nicht, wo hier noch irgendwas ist, was wir machen können. Also, beim besten Willen nicht. Keine Ahnung, wo wir da noch suchen sollten. So, und gleichzeitig muss ich aber auch sagen, können wir hier ein paar Seelen farmen. Wir können übrigens noch mehr aufleveln, habe ich gerade so überlegt, ne? Sollten wir vielleicht auch machen. Sorry, ihr kleinen Waldgeister, aber ich muss hier meines Amtes walten. Da ist nichts drin. Springen wir nochmal hier in die Kokon-Klamotten runter. Na, Freunde, ihr habt keine Chance. Aber ich habe jetzt auch keine Lust, mich mit den ganzen Viechern hier die ganze Zeit anzulegen. Ich glaube nämlich ehrlich gesagt, hier ist nichts soweit. Ja, hier zum Runterspringen auch nicht. Also höchstens hier. Da oben nicht. Gut.
Hier aber auch nicht. Praktisch. Ne, ich glaube, hier haben wir schon alles, was wir haben müssten. Ne, haben wir nicht. Haben wir nicht, Leute. Wir hatten ja noch nicht diese Fähigkeit, ne? Ach, die gehen wieder aus. Hm. Nein! Oh, danke schön. Ach, guck mal hier, der Bogen. Komm, dann werten wir mal unseren Bogen auf. Oh. Der dreht, jetzt haut er nochmal zu, ne? Oh. Ah, hm. Ich bin doof. So. Oha. So. Ach nein, ich bin so dumm. Großes Feuer. Ah. Gut. Wir haben den aber noch nicht mal angekratzt, sehe ich gerade. Ah. Wir haben ihn noch nicht mal angekratzt. Okay, jetzt macht er den. Gut, er macht den. Jetzt macht er den. Noch ist nichts verloren, Leute. Okay. Könnte alles verloren sein. Ah, verdammt. Ach, die Dinger explodieren halt in so einem riesen Radius, verdammt. Ach, Mensch, das ist nicht schwer. Ich bin nur doof. Ich bin nur doof. Gut. Jetzt macht er die Drehung, ne? Dreht sich? Ne, dreht sich nicht. Jetzt dreht er sich. Jetzt dreht er sich. Jetzt bitte ohne runterfallen. Gut. So. Gut. Jetzt mal ein bisschen weg hier. Weil sein komisches Feuer gerade ein bisschen durchdreht. Jetzt macht er wieder seine
komischen Geschosse. So. Kein Problem. Jetzt hat er schon zwei. Ach, jetzt den habe ich nicht gesehen. Ja, okay. Gut, gut. Die zwei Treffer, ganz ehrlich, die gönne ich mir. Ist egal. Ach. Das Feuer um den rum ist schon ziemlich kacke. Ja. Gut. Ja. Da habe ich nicht getroffen. War auch ziemlich kacke. Nein! Jetzt bin ich da runtergefallen wieder. Alter, Leute. Wir haben ihn. Oh, mit dem letzten Schuss. Alter. Hui. Ein stummer Diener wurde besiegt und seine Seelenkraft der Deinen hinzugefügt. Wenn du deinen Pfeilzauber länger hältst, wird dein Schuss jetzt aufgeladen und verursacht mehr Schaden. Alter. Okay. Erfolg freigeschaltet. Alter, mit dem letzten Schuss im Magazin, Leute. Ich sag's euch. Ich will leben. Ach, verdammt. Ich will leben. Junge, nerv mich nicht. Holy moly, ey. Guck mal, jetzt haben wir hier schon drei bunte. Jetzt fehlt uns nur noch das Feuerding. Es fehlt uns nur noch dieser Feuerzauber. Damit wir... Da komme ich da hoch? Ah, da komme ich so hoch. Es fehlt uns nur noch der Feuerzauber. Dann haben wir alles, verbessert. Boah, nice, ey. Oh, nice. Hallo. Hallo. Gut. Ja, ja, ihr seid... Keine Gefahr, Leute. Ihr seid keine Gefahr. So, hier war übrigens einer der coolsten Bosse, wie ich fand. Also der Mini-Bosse. Zwar auch nicht schwer, aber cool. So, was war das hier? Hier geht's zum Gipfel. Und da ging's irgendwie zu diesem... zu den überwucherten Ruinen, ne? So, da unten war ich schon. Da war der... Für die... Bombe, der Typ. So, ich will hier erstmal ein bisschen nachgucken. Guck mal da, da ist nämlich ein Abfluss. Da müssen wir da durch. Okay, kommen wir da nochmal hoch? Ich hoffe. Denn ich will die Abflüsse hier auch durchgehen. Wie gesagt, uns fehlen noch ein paar Sachen. Und ich glaube auch, dass der letzte Boss nochmal ein bisschen aufregender wird. Ich hoffe es zumindest. Weil wenn wir ehrlich sind, die ganzen Bosse hier, die waren ja bis jetzt nicht so die Härte. Die waren ja eher so okay. Ich meine, man ist ein paar Mal gestorben, wenn man sich doof angestellt hat wie ich. Aber so wirklich schwer waren die Bosse jetzt nicht. Also fand ich jetzt nicht wild. Sagen wir es mal so. Ach, verdammt. Ich wollte da hoch. Ich hätte auch mich gefreut, wenn wir noch die letzten glänzenden Sachen finden. Und ich möchte die auch finden, weil ich möchte die 100% haben. Die Frage ist jetzt, wo die sind, ne? Ich meine, der gestrandete Seemann sagt uns nicht, wo die sind.
Und ich weiß auch gar nicht, ob das, was der uns gesagt hat, sich jetzt auf den Pfeil bezogen hat, dass wir alles andere noch nicht freischalten können. Weil kann ja auch sein, dass wir das andere noch gar nicht kriegen können, weil sich vielleicht noch eine Welt oder so auftut, wo dann die restlichen Sachen drin sind, wie der letzte Kristallschrein und sowas. Du kannst nicht mal fliegen, Kollege. So, hier ist noch eine Tür. Da kommen wir aber so nicht rein. Nee. Nee, ich glaube, die kriegen wir auch nicht aufgesprengt. Die sieht halt nicht so aus. Ach komm, ich versuch's einmal. Ich meine, ne, können wir uns wiederholen, das Zeug. Ja. Wie ich es mir gedacht habe, es funktioniert nicht. Aber da müssen wir noch irgendwie rein, vermutlich. Na komm, ich gehe nochmal zum gestrandeten Seemann. Wenn er jetzt sagt, er weiß nicht mehr, wo was ist, dann werde ich erstmal alles hier der alten Krähe abgeben, damit wir weiterkommen. Weil bringt ja da nichts, ne? Da unten war ich, glaube ich, auch schon drin. Da weiß ich es gar nicht, aber ich glaube auch, da war ich drin. Ja. Ja, komm, ich guck nochmal beim gestrandeten Seemann. Wenn er jetzt sagt, dass er nichts Neues hat, dann geben wir die Sachen der alten Hexe. Ach, der alten Krähe, die Seelen. Und, dann werden wir anschließend... Ach, wir sind übrigens hier wieder, bei der Tür direkt. Das ist praktisch. Aber einmal wollte ich noch gucken, ob wir vielleicht noch was finden. Aber ansonsten werden wir es der alten Krähe geben. Die Seelen. Die müsste hier auch irgendwo sein. Und dann werden wir gucken, was danach passiert. Ja, da kommen wir nämlich auch noch nicht rein. Da ist nämlich noch so ein komischer Schlüssel notwendig. So, hier ist die alte Krähe. Da will ich jetzt noch nicht hin. Ich will erst gucken, ob wir noch irgendwas holen können. Ich habe einfach Schiss, das Spiel jetzt abzuschließen und nicht bei 100%. Fände ich persönlich nicht so geil. Vielleicht kommen wir hier auch noch rein. Du hast mich wirklich auf Trab gehalten. Wenigstens ist es gut, wenn man etwas hat, worauf man sich konzentrieren kann. Die Toten auf die letzte Reise zu schicken, mag deprimierend erscheinen, aber mir gibt es immerhin einen Daseinszweck. Sehr schön. Gut, dann wollen wir mal zur Tür zurück. Bringt nix. Bringt nix, Leute. Greift er uns an? Oh, der ist einfach gar nicht anwesend, ne, der Dude. Wir gehen zum gestrandeten Seemann, gucken, ob der noch was hat. Und, ja. Willkommen bei der Seelenkammer. Ja, wir verbessern mal. Tempo und Beweglichkeit. Rechts hinter ein höheres Grundtempo kann schneller ausweichen und die Wartezeit beim Ausweichen wird verkürzt. Das finde ich auch... recht wichtig gerade. Ja, die beiden können wir leider nicht mitnehmen. Die sind da mit ihm zusammen. Mit dieser Bürokratenkrähe. Gut. Jetzt ist die Frage, ob er den Ort auch... Warte mal. Ob er den Ort halt auch meinte, ne? Oder ob er wirklich die... diese Schnitterwelt meint. Das Büro. Mal gucken. Wollen wir mal schauen. So, ja, dann erzähl mal ein bisschen was. Mm-hmm.
Warte nochmal. Irgendwie, das ist der Ort, wo wir alle vergessenen Länder betreten haben. Wo du diese Welle betreten hast. Bist du jemals dorthin zurückgekehrt, seit du all diese neuen Fähigkeiten besitzt? Also das haben wir anscheinend noch nicht. Und ich weiß auch nicht mal, ob der den Friedhof jetzt meint oder nicht.